Ja, und die ist auch schon wieder ran. Nintobi mit Donkey Kong Country 3 und Dixie Kongs Double Trouble. Der wohl kontroverseste Teil der Donkey Kong Country Trilogie, beziehungsweise, was heißt kontrovers, ich würde sagen, der Teil, der am wenigsten bekannt ist, weil der sehr, sehr, sehr spät erst fürs SNES entschieden ist. Da war schon das N64 so gut wie auf dem Markt und viele Leute haben sich gedacht, ey, warum soll ich mir diesen Schlons hier geben, wenn ich mir die neue Konsole kaufen kann? Ist immer schwierig, ne, wenn man neue Spiele für eine Konsole rausbringt, obwohl die Nachfolgekonsole schon so gut wie fertig ist. Nichtsdestotrotz, ich habe diesen Teil damals sehr, sehr, sehr unrecht getan, weil ich habe auch so bei mir gedacht, ach komm, der dritte Teil, der ist so öde, der ist so langweilig, irgendwie hat der keine Persönlichkeit, nee, ist alles Blödsinn. Der Teil ist gut, der Teil ist richtig gut sogar. So, ne, wir müssen ja erstmal alles einstellen, so, wir sind natürlich deutsch, ne, so wie es sein soll. Ich bin wieder nur alleine, ne, wir können hier wieder zusammen oder gegeneinander spielen, aber wir sind halt allein und wir können uns diesmal richtig verewigen. Okay, das ist auch gut. Ne, ich bin dann natürlich Tobi. Ich bin immer Tobi. Egal wo. Und Ende. Okay. Supi. Und ihr werdet schnell merken, dieser Teil bietet sehr viel Unterschiede im Vergleich zu den anderen. Okay, was haben wir hier? Hallo Freunde, ich bin es, Mrs. Shrinkly Kong. Das ist sie. Diese verdorrten Cremigs in der Schule sind mir total auf die Nerven gegangen. Jeden Tag diese Hektik. Ja. Wenn du deinen Spielstand abspeichern willst, Dixie, komm jederzeit vorbei. Also Winkly hat immer noch den gleichen Auftrag, nur sie speichert für uns. Mit meiner ultra-coolen Super-Duper-Maschine werde ich deinen Spielfortschritt sichern. Sie hat das N64 dahinter sich. Ne, das ist unser Statusbildschirm. Alles zu seiner Zeit, ne? Das werde ich alles im Verlauf des Spiels dann erklären. Mach's gut, Dixie. Schau dich doch mal nach den netten Bananenvögeln um. Man hat hier, also ich glaube, die größte Neuerung, die wir haben, ist wirklich diese Oberwelt, ne? Wir haben jetzt hier eine frei begehbare Oberwelt, wo wir halt auch, Secrets suchen können. Nicht jeder Abteil der Oberwelt ist momentan zugänglich. Hier zum Beispiel können wir nicht rüberschwimmen, wir können auch nicht den Wasserfall hoch. Das kommt erst alles später. Und grundsätzlich, die Level, also der Levelaufbau pipapo, das bleibt alles noch beim Alten. Es ist wirklich nur die Oberwelt und so ein paar versteckte Secrets, die jetzt dazugekommen sind. Ne, weil Rare liebt seine Sammelgegenstände und davon haben wir jetzt ein paar mehr. Funkys Verleih. Na? Hallo Dixie Baby, willkommen im kurzen Bootsverleih auf der Insel, doch das ist noch lange nicht alles. Denn hier, Tetereté, ist dein abgefahrener Cousin Kitty Kong. Er sieht zwar ein wenig tollpatschig aus, aber seine Wurfkraft lässt sich nach den Sternen greifen. Und wenn du ihn wirfst, kann sein zierlicher Körper so manches nette Loch in den Boden hauen. So, Motorboot. Wir sehen uns, Kongs. So, das ist eigentlich Funkys Auftrag hier. Ne? Bei Funky können wir halt unsere Vehikel dann halt haben. Hört sich erstmal komplizierter an, als es eigentlich ist, ne? Denn ja, am besten ist man immer, wenn man das jeweils neueste Vehikel auch von ihm nimmt. Die alten braucht man dann später gar nicht mehr. Orangatangasee, der erste Level, also die erste Welt in diesem Spiel, sollte noch alles flutschen. Lago Limbo. Und sonst bleibt alles beim Alten, ne? Wir müssen die Creme-Münzen finden, beziehungsweise jetzt sind es Bärenmünzen, goldene Bärenmünzen, die wir halt bekommen, wenn wir die Bonuslevel lösen, die manchmal ziemlich versteckt sind. Zudem gibt es halt in jedem Level, wie auch schon im zweiten Teil, eine DK-Münze. Die wird aber dieses Mal von jemandem bewacht. Ach nee, warte mal, wir brauchen, genau, ne? Und natürlich Kitty Kong. Und Kitty ist hier, ich sag mal, ein sehr, sehr individueller Gefährte, ne? Weil, wie Funky sagte, sein Körper kann so manches nette Loch in den Boden hauen, ne? So wie das hier. Zack. Und so kommen wir halt auch an den ersten Bonuslevel ran. Und Kitty ist eigentlich relativ schnell zu spielen, ne? Der wirkt so fett und langsam, aber ist er eigentlich gar nicht. Also Kitty habe ich damals auch sehr viel Unrecht getan, ne? Irgendwie mochte niemand Kitty Kong. Und ich muss mal wieder reinkommen hier ins Spiel. Aber Kitty, also ich habe ihn lieben gelernt. So, ne? Hier haben wir es. Ihr seht's, ne? Der Typ bewacht die DK-Münze.
Wie können wir den am besten besiegen? Wir nehmen einen Stahlfass und müssen das immer versuchen, dass es ihm am Rücken trifft. Hier noch ganz einfach. Später wird es dann ein bisschen kniffliger. Ne, erster Part ist immer sehr expositionslastig, Leute. Ne, verzeiht's mir, aber so ist das nun mal. So, silberne Bärenmünzen, die können wir im Shop ausgeben für allerlei möglichen Scheiß. Und Kitty hat sogar noch eine kleine Fähigkeit. Er kann auf Wasser abhüpfen wie so ein Stein. Zack. Da muss er nur im richtigen Moment halt springen drücken und dann geht das. Okay, da unten ist ein Bonuslevel. Warte mal, ich glaube, da können wir so rein. Richtig. Ich kenne diesen Teil von allen Donkey Kong Country Teilen, außer vielleicht Tropical Freeze am wenigsten. Deswegen gehe ich mal davon aus, hier wird es einige sehr lustige Situationen geben. Also seht es mir vielleicht auch ein bisschen nach, wenn ich jetzt vielleicht mal ein Bonuslevel übersehe oder vielleicht mal einen Cut reinhaue, weil ich irgendwas nicht finde. Kann durchaus mal passieren. Ne, sammel die grünen Bananen, das ist in der Tat der nervigste Bonuslevel von allen. Hier halt noch nicht, aber später, ne? Später werden auch die Bonuslevel gerne mal schwieriger. Hier haben wir jetzt auch einen neuen tierischen Helfer. Und zwar Eddie, den Elefant. Der hat jetzt Rambi abgesetzt. Oder sie hat Rambi abgesetzt. Und ja, sie kann quasi Fässer so ranziehen. Ne? Und kann die dann auch werfen und alles. Zack. Sie kann auch Wasser in den Rüssel aufnehmen und das dann verschießen. Aber das hier war schon mal mit Eddie. War nur ein kurzes Vergnügen mit ihr. So, da haben wir noch eine kleine Bananenstaude. Zack. Und wir haben alles. Das erkennt man diesmal daran, weil die Flagge weht. Sie weht im Wind. Sonst würde sie nur auf Halbmast hängen. Und natürlich, ne, das Ausrufezeichen hinter den Levelnamen bedeutet, du hast alle Bonuslevel entdeckt und gelöst. Und im Fahnenwimpel hier, ne, in der Fahne drin, dieses goldene Dreieck, sag ich mal, das bedeutet, du hast die Donkey Kong Münze entdeckt. So, Türen Allüren. Mein Gott, Alter, ne, so viel zu erklären. Und paartechnisch, ne, hat sich auch nichts geändert. Wir machen eine Welt pro Part. Einfach für die Übersicht, ne? So. Auch hier, ne, das Prinzip, wir müssen ja an den Schalter kleben bleiben. Dann öffnen sich halt die Türen. Die hier. Das ist alles noch in Ordnung, ne? Also sollte keine große Herausforderung hier alles darstellen. Warte mal. Nee, ich glaube, hier ist scheiße, ne? Ja. Da ist nicht so cool. Ich glaube, hier links wäre ein Bonuslevel gewesen. Hier. Nee, warte mal. Nee. Da müssen wir als Dixie ran, denn wir müssen ja rüberfliegen. Komm mal her. Ja, und Kitty ist wirklich ein bisschen doll fett. Zack, genau. Da ist er. Normalerweise, wenn ich eine Situation sehe, dann weiß ich ungefähr, ey, hier war doch mal ein Bonuslevel. Also, das Spiel ist halt nicht blind, ne? Im Gegenteil, ich kenne es, ich habe es jetzt schon mehrmals durchgespielt. Aber halt natürlich nicht so oft wie jetzt, wie jetzt die anderen Donkey Kong Country Teile. Aber ich glaube, das geht trotzdem klar. So, jetzt können wir auch gerne hier oben lang. Checkpoint, ne? Das Sternfass ist immer ein Checkpoint. Also ihr merkt, ne, das ist alles hier beim Alten geblieben. Es wird einfach nur erweitert. Okay. So. Ihr wollt, dass ich da lang gehe, dann gehe ich erst hier lang. Fast in den Bassbomber rein. Oder irgendwie so heißen die. Buzzer oder irgendwie heißen die. So. Noch ein Bonuslevel. Das wird vor allen Dingen dann später in der verlorenen Welt, die hier Krakatauer heißt, wird das sehr, sehr, sehr spannend werden. Denn anders als in DK Country 2, wo es ja nur ein Bonuslevel gab, pro verlorenem Weltlevel gibt es hier eine normale Anzahl, wie zum Beispiel 2 oder 3. Und mein Gott, sind die teilweise schwer zu erreichen. Hä?
Habe ich einen Schalter übersehen? Tatsächlich, den hier. Habe ich gar nicht so wahrgenommen. So, durch da. Also zeittechnisch, ne, hier noch alles im Rahmen. Hoppala. Nee, nee, nee. Zack. So, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen aufpassen, wo der Typ ist mit seiner Creme-Münze. Seine Decay-Münze meine ich natürlich. Aber eigentlich sollte der noch nicht so versteckt sein. Warte mal, das machen wir hier mal mit Dixie. Ah, okay. Ne, jetzt ist hier schon so eine kleine... Ja, Schwierigkeit nicht, ne? Wir müssen das Tor öffnen, Fass nehmen, durch das Tor durchwerfen und zack. Und das geht wirklich nur an seiner Seite oder von hinten. Ansonsten ist er davon halt wenig beeindruckt. Und wehrt einfach das Stahlfass ab. Und es geht auch nur mit Stahlfässern, ne? Noch, das auch noch. So, Türenallüren abgeschlossen. Speicherhöhle, ne, ist klar. Winkling Kong speichert für uns alles ab. Zum Glück weiß Cranky nichts von dieser neuen Konsole. Er würde Tag und Nacht davor sitzen. Ja, das N64. Habe ich auch noch im Original rumzustehen. Wird auch nicht abgebaut. Willst du deiner alten Lieblingsoma keinen Kuss zum Abschied geben? Nee, hatte ich jetzt nicht vorgehabt. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Barnacles Insel. Ui. Hallo, Krunks. Ich bin Barnacle und habe mich hier niedergelassen, um meine Muschelsammlung auszubauen. Dieser nette Vogel ist mir eines Tages zugeflogen. Ich beschloss, ihn bei mir zu behalten. Das sind kleine Sidequests, ne? Die Bären. Die Bären, die wollen halt immer irgendwas haben. Und wenn wir ihnen das halt geben, ja, dann, dann freuen die sich. So, aber erstmal kleines Secret. Zack. Schmugglerbucht. Und jetzt wird spannend. Jetzt kommt ein Simon Says Minispiel. Noch sehr einfach. So, ne? Das wird später halt auch schwer. Bin ich ja mal gespannt, wie mein Gehirn das da mitmacht. Wahrscheinlich gar nicht. Diese Bananenflüge sind auch nicht optional. Die brauchen wir für die 103%. Gezeitenpleiten. Aber ich glaube, es gibt immer nur einen Bananenvogel pro Welt so zu entdecken. So, hier oben ist schon gleich ein Stahlfass. Das nehmen wir gleich mal mit. Das ist nie ein gutes Zeichen. Aha. Oh. Spawnt es neu? Nein, Glück. Hat Kitty zu viel Wumme gehabt. Dann machen wir es nochmal. Zack. So. So. So, mit Kitty kann man hier richtig gut was machen, ey. Also wie gesagt, mit Kitty spiele ich super gerne. Gerade so eine Level sind super für ihn. Hoppala. Vergessen zu rollen. Warte mal, ist da nicht On Guard da links? Ja, tatsächlich. Hier können wir wieder als On Guard sein. Und rein im Bonus-Level. Sammle 30 Sterne, natürlich. Kriegen wir hin. Aber Achtung vor dem Typ da in der Mitte. So. Wie viel haben wir? 5 haben wir. Okay. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Ah, eigentlich bräuchten wir die auch. Nicht so schlimm, weil hier ist ja gleich wieder ein DK-Fass. Was gar nicht mehr hinhaut, ne? Weil es ist ja Kitty Kong. Die müssen es ja jetzt ein Kaka-Fass sein. Ein Kaka-Fass. Ja. Es gibt hier nämlich einen ganz kleinen, komisch zu erreichenden Bonus-Level. Warte. Zack, zack. Genau, das müsste jetzt hier sein. Oh! Zack. Das kann man auch anders machen. Du könntest dich zum Beispiel mit Kitty von dem Vogel treffen lassen, den fetten Vogel, der da rumgeflogen ist, und dann mit Dixie rüberfliegen.
Alles klar. Sehr gut. Ja, wie gesagt, also Kitty wird sehr viel Unrecht getan. Ne? Viele Leute sagen, oh, Kitty, der ist so scheiße. Ist eigentlich gar nicht. Also Kitty ist eigentlich ziemlich cool. Achso, du schwimmst richtig weit nach links. Okay, gut. Haben wir alle Buchstaben? Nee, uns fehlt das O natürlich. Da unten ist ein Loch. Aber wir haben alles. Sehr cool. Und ich mag vor allen Dingen auch das Setting hier so, ne? Ich mag, dass es alles so kanadisch ist irgendwie. Skiller-Skandal. Ich glaube, der ist jetzt ein richtiger... Ja, das ist ein richtiger Clusterfuck. Ne? Einfach mal so ein Schneelevel hier rein. Warum auch immer. Verstehe ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, man wollte sich hier so ein bisschen kreativ ausleben. Sollte aber hier auch kein großes Problem darstellen. Ich würde sagen, dass die größten Probleme kommen dann so in Welt 4 oder 5 ungefähr. So. Und vor allen Dingen dann später in der verlorenen Welt. Die heißt nicht mehr verlorene Welt, aber irgendwie ist es doch. Für mich ist das immer die verlorene Welt. Meiner Meinung nach sogar die schwerste verlorene Welt. Ich wollte gerade sagen, was ist mit dem Fass los? Ja, und noch ist hier halt nichts versteckt, ne? Noch ist hier alles auf dem Weg. Aber hier, ne? Da oben ist ein Bonuslevel. Finde die Münze, das kriegen wir hin. Okay, finde die Münze, aber mit Gegnern. Zack, bam. So, dann müssten wir eigentlich gleich durch sein. Ach, hier. Wow, ich dachte gerade, du rollst. Doofes Fass. Ich dachte, der nimmt gleich beide mit. Offenbar nicht. Oh. Der Kleine, ey. Okay, haben wir hier noch irgendwie was zu entdecken? Nö. Dann war's das. Locker, flockiger Schneelevel. So, was haben wir hier? Modermühle, wieder ein Mühlenlevel. Ich glaube, das ist für viele Leute auch, das sind so die Level, an die sie sich am meisten erinnern, wenn sie an Donkey Kong Country 3 denken. Ich erinnere mich da eher an die alten See-Level, also gleich am Anfang die. Hier Lago Limbo und so. Das ist irgendwie... Und die Wald-Level. Oh, die Wald-Level sehen so geil aus hier. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist auch gleich im nächsten Part, eine Welt 2. Richtig cool. Die Unterwasser-Level auch, generell. Also die Level-Gestaltung, ne? Ist der Hammer. Deswegen meinte ich auch immer noch, dass den Teil so viel Unrecht getan wird. Man hat sich hier wirklich hingesetzt. Wollte was Neues machen. Und hier ist auch die Krux an der Geschichte jetzt in dem Level. Wir sind ja ein Elefant und Elefanten haben ja Angst vor Mäuse, ne? Deswegen dürfen wir uns jetzt nicht, darf Eddie diese Ratten nicht sehen. Jedenfalls nicht im Sonnenlicht. Ach, im Sonnenlicht. Im Licht. Weil sonst rennt sie weg. Deswegen halt immer so. Damit wir da halt auch durchkommen. Oh, hallo. Zack, danke. Warte mal, nee, nimm mal das Fass mit. Ja, also Eddie ist schon ein cooler Ersatz, aber naja, ich sag mal so, Rambi hat halt einen Stellenwert, ne? Eddie hat keinen Stellenwert. Aber Eddie ist jetzt auch nicht unsympathisch. Man mag einfach Rambi. Ich glaube, das ist es einfach. Ne? Man mag einfach Rambi. Ja, scheiße. Okay. So. Y, ne? Zum Ransaugen. Zack. Sehr gut. Dum, dum. Dum, 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 dum.
Ja, können wir es dran sagen. Und tot. Und rein in den Bonus-Level. Ui. Ach, das ist nicht so einfach hier. Das ist schon ein ziemlich kniffliger Bonus-Level für den Part im Spiel. Na, okay, müssen wir noch ein Fass holen. So. Und ich glaube, das müsste es eigentlich doch gleich gewesen sein, oder? Richtig. Haben wir hier was? Nö. Aber wir haben nicht alle Bonuslevel entdeckt. Ich habe irgendeinen verpasst. Ich habe es mir schon fast gedacht. Irgendwie hat es so getingelt bei mir. Also gehen wir nochmal rein und suchen mal. Nochmals, Leute, das kann dir durchaus mal passieren. Vor allem, wenn man dabei nebenbei noch am Quatschen ist und so, ne? Und ich muss auch ein bisschen was erklären, damit die Leute hier auch durchsehen. Aber eigentlich ist das meiste selbst erklärt, ne? So, gucken wir mal, wo er sich versteckt hat. Wenn ich ein Bonuslevel wäre, wo wäre ich dann? Ja, irgendwo im Spiel wahrscheinlich. Auch schon mal nicht. Quick. Warte mal, ich glaube, ich weiß wo, oder? Oder nee, ich glaube, da gibt es nur ein Leben. Hier oben? Warte mal, schauen wir mal. Ja, da gab es nur zwei Leben sogar. Wow. Okay. Bonuslevel. Weil ich glaube, ich habe eine Idee. Hier, du. Du hast den. Du hast den Bonuslevel, ne? Du musst weg. Genau, so war das. So. Ja, aber immerhin wieder dran erinnert, ne? Das ist ja das Wichtigste. Zehn. Okay. Geht auch schon ganz gut. Ich glaube, das war's hier auch. Wir können jetzt eigentlich raus aus dem Level. Jo, Modermüde ist komplett gut. Swanky Show ist diesmal nur optional. Wir können ja mal reinschauen. Swanky Zelt. Achso, ja. Welch eine Überraschung. Hallo Kitty, willkommen in meinem tollen Bonuszelt. Hey, in allen Ländern live und in Farbe. Der Preis dieses Spiels, 3 Münzen als Gabe. Die herrlichsten Preise sind hier zu gewinnen. Komm ruhig etwas näher und lass uns beginnen. Beeil dich, Kitty. Du wirst gleich staunen. Das Spiel ist der Knaller. Ich drück dir die Daumen. Das ist jetzt quasi nur so ein Spiel, wo man gegen Cranky Bälle werfen muss. Das ist wirklich absolut optional. Da kriegt man nur Leben für und, glaube ich, ein paar Münzen. Braucht man nicht. Einen schönen Tag noch. Zeig diesen Krimis, was für ein Kerl du bist. Nee, will ich nicht. Ich will mir meine Münzen lieber sparen, ganz ehrlich. Belschers Scheune, der erste Bosskampf. Und ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, ne? Ebenfalls. Ne, hier, das ist ein fucking Fass einfach. Ein fucking Fass. Was immer so. Ne, den müssen jetzt einfach die Käfer an den Schlund werfen und dann rülpst es. Ja, dadurch schiebt es sich zurück und ja, das ist jetzt das Prinzip. Verdammt. Also. Ja, schade, fast. So, und das war's. Der ist jetzt besiegt. Also, Leute, ich weiß es nicht, ne? Also man kann den Leuten jetzt nicht mehr vorwerfen von Rare, dass sie damals keine Idee mehr für die Bossgegner hatten. Ne? Irgendwie ist das ja auch eine Idee. Die Orangatangasee ist fertig, ne? Das Ausrufezeichen hinter dem Weltenname und dieser goldene Wipfel an der Fahne dran bedeutet alles fertig, alles entdeckt. Das Einzige, was nicht angezeigt wird, sind leider die Bananenvögel, aber den haben wir nun gefunden. Und ja, gut Leute, ne? Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit Cremwood Forest. Einer meiner Lieblingswelten hier in dem Spiel.
Und der sieht doch arschgeil aus, ne? Also Wald sieht arschgeil aus. Gut, ne? Dann haut rein, ne? Ciao!